Defeat the Monster. Okay. Alter, Tutorials sind was für Luschen. Mach einfach. Drück alle Knöpfe. Irgendwas wird schon passieren. Okay, du hast eine Maschinenkanone in deiner Hand? Klar. Did I just do that? Well, definitely with my assistance. I did not just do that. We did. I just moved shit with my mind. Perhaps our connection has somehow awoken some abilities. I just moved shit with my mind. I just keep hearing I. I just moved shit with my freaking mind! Yeah, okay, that is something I do know. I do magic, talk to sentient cuffs, kill jacked up beasts. You know what? I'll probably fly next. Now you're just being ridiculous. Oh, that's too far. Good to know there's a line. If you could just master these new abilities, with my help, of course. Did you not just see me take out that gnarly beast? Oh, bring it, you mangled monsters. Warum hast du eine Submaschinengun in deinem Arm? Because I'm awesome. Die armen Knochenbären, die haben dir gar nichts getan, die wollten nur was zu essen suchen. Oh, I can gain experience, Gordon. Did you know that? That's fucking incredible. Was denken die denn, ey? Das ist aber wirklich sehr handholdy. Wir haben diesen Code übrigens umsonst bekommen, muss man dazu sagen. Um uns das hier anzugucken. Also von Ingo umsonst. Ich weiß jetzt nicht, ob Ingo das gekauft hat, aber ich hoffe nicht. Ja, also wir haben es bekommen, um es hier zu zeigen. Ich wollte das tatsächlich auch spielen. Also ich habe die Demo kurz probiert, war nicht so angetan, aber von allem, was ich jetzt so gesehen habe, ist es nicht schlecht oder so. Es hat aber ein paar komische... Da ist noch so ein Knochenbär links hinter den Dingern da. Knochenbären. Nee, das wäre auch Quatsch, glaube ich, sich jetzt von den Negativwertungen irgendwie beeinflussen zu lassen. Es hat immer viel mit dem Anspruch zu tun, den man an so ein Spiel hat, ne? Ich hatte eigentlich eingestellt, Auto-Pickup oder so zu machen. Wo war das denn hier? Da. Ah, ne, ist Automatical Use Heal Items. Okay, das war aber nicht. Irgendwo gab es so eine Option vorher. Dass man Auto-Pickup hat. Aim Assist besser, Damage Received, bla bla bla. Ah, hier, Automatic. Warum hat es sich wieder ausgeschaltet? Okay. So, ist doch viel geiler. Das würde ich mir für jedes Spiel wünschen. In dem Stil. Ja. Hier, zack, 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 zack. Auf jeden Fall. Hammer. Das 10 von 10. Das für so Sammelwahnsinnige wie mich. Wie du. Eine Offenbarung. Das ist richtig geil. Guck dir das mal an. Zack, 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 zack. Ja, ich habe schon gesehen, die haben sehr viele Accessibility Options auch und so. Das ist cool gemacht. Das Lockpicking kann automatisch für dich gelöst werden und so. Also, ja, bitte. Das braucht kein Mensch. Ja, weil das halt exzessiv genutzt wird, der ganze Scheiß, ne? Ich laufe einfach mal ein bisschen rum hier. Oh ja, geil. Okay. Überleg mal, das hättest du in Fallout oder Skyrim. Oh, oder so. Richtig gut. I'm seeing freaking dragons and oh yeah, I'm talking to a fucking cuff. Vambrace. Der Analogstick ist ein bisschen komisch sensitiv oder so. Liegt wahrscheinlich auch an der Framerate. Es liegt alles an der Framerate. Klar. Soll ich mal umschalten? Haben wir die Hälfte schon erreicht? Na, ich warte mal bis 15 nach und dann wechsle ich. Mach mal halb. Halb Schwein, halb Mann, halb Bär. Was man auch umstellen kann, ist, dass man nicht R3 drücken muss, um zu rennen. Ah, sondern du kannst es auf eine andere Taste legen. Du kannst ja auch für 240 Euro den neuen Elite-Controller für die PlayStation kaufen, dann brauchst du das. Ja, also ganz. Das haben sie auch eingestellt. Das finde ich schon sehr, also sehr ekelhaft. Also Anti-Consumer auch von Sony, dass sie das sagen. Ja, nee, also, so wie ich das verstanden habe, darf man keine Third-Party-Controller herstellen. Also, was? Ich weiß nicht, wie das funktioniert, ob sie halt diese... Wow. What the hell?
Technik nicht freigeben, keine Ahnung. Irgendwie ist es geblockt. Habe ich dir ja schon mal erzählt, oder? Ja, ja. Und jetzt bringen sie halt für wie viel? 220, nee, 240 Euro oder keine Ahnung. 240 Euro kostet das Ding. Ja, 240 Euro selber ein Pro-Controller raus. Teurer als jeder andere Pro-Controller. Und währenddessen musst du halt trotzdem weiter die hier kaufen. Ansonsten gibt's nichts. Der einzige, den ich gefunden habe, ist von Hori, so ein Fighting Commander. Aber das ist halt kein normaler Controller. Also, der hat halt dann nur ein D-Pad, ne? Das ist der einzige lizenzierte Controller. Superfox fragt, ob wir die Developer Direct schauen. Oh, das war von Microsoft, ne? Ich glaube, ja, wo die Indie-Games vorgestellt werden, wenn ich mich richtig erinnere. Muss mal sagen, also ich habe jetzt nur mitgekriegt, dass Microsoft irgendwie was, oh Gott, wir haben ScanVision, oh. Da habe ich meiner Freundin schon mal bei Tomb Raider drüber berichtet, so, ach, das ist so dumm, dass man ständig diesen Puls raussenden muss und so. Ich hasse das in Spielen mittlerweile. Aber das soll doch heute sein, die Developer Direct, ne? Ja. Ist die im Anschluss, oder? Oh Gott, wie viel Uhr? Ich hasse dieses, das... Leute, ey, das ist im Internet. Es interessiert mich nicht, was 3 PM ET, 8 PM, 6 MT ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Schreibt gefälligst eine Uhrzeit dahin, die man auch lesen kann, wenn man nicht in den USA geboren ist. Also ich habe gar keinen Magic Meter oder so, ne? Ich kann das einfach benutzen. Ah, ich habe Cooldowns, sehe ich gerade. Okay. Und ich kann aufladen so ein bisschen. Nein. Ja. 12 PM PT, 3 PM ET, 8 PM GMT. Ah, GMT, das ist unsere Zeit. Aber dann müsste das da jetzt gerade anfangen, oder? Obwohl, sind wir 2 Stunden gerade von GMT entfernt? Ich bin mir gerade unsicher. Also wir sind GMT plus 1. Geht in 30 Sekunden los. Xbox.com/Bethesda, okay. Ah. Kannst da so ein kleines Fenster oben rechts in die Ecke machen. Von dem Zeug. Wir spielen Forspoken und Restream. Xbox.com/Bethesda. Ah ja. Geht ja super. War Steuerkreis nach oben. 40 Minuten nicht. Geht die Show. Okay. Oh. Großer Bär. Lucky me. Lass mal den Ball laufen hier. Sie haut dem quasi so kleine Bröckchen entgegen. Hab ich jetzt das gecheckt? Ah ja. Guck mal. Das ist eine geile Momentaufnahme. Das sieht aus als... Ja. Schön ins Ei geschossen. Weißt du, wonach das gerade aussieht? Als ob unser Jesus Christus aus dem Bär-Arschloch geboren ist. Sorry. Sorry für die Blasphemie, aber... Was, der lebt noch? Der ist so lahm. Keine Chance. Das ist wie der erste Bär in, bei Tomb Raider 1. Ach, armer Bär. Ja. Okay, als erstes zeigen sie was von Mojang. Also hier Minecraft, ne? Mhm. Jetzt kannst du Skills verteilen, ja. You pressed the button. Congratulations. Not bad. Let's talk about it for 5 minutes.
You know that button you just pressed? That was really impressive, you know? Ist das geil, dass der Standarduntertitel bei dem Stream auf Arabisch gestellt war. Oh, okay. What the fuck? Komm, ey, die sind so lahm. Die krieg ich alle platt. Okay. Und die machen tatsächlich dieses Minecraft Dungeons? Okay, entwickeln sie weiter? Wie sieht's jedenfalls aus? Die kannst du jetzt nicht bekämpfen, Tobi. Ja, komm schon. Das erinnert mich ja, ich glaube, das hatte ich bei der Demo auch schon gesagt, sehr an Sonic. Also an das Sonic Frontiers irgendwie, ne? Auch alles so ein bisschen flat und Parkour. Let's keep looking. You should probably keep an eye out for somewhere to rest too. Let's see what's over there. Es ist echt, also du kannst echt nicht mal irgendwas anderes machen, ne? Das knallharte Tutorial. Overkill-Tutorial-Mode. Kannst irgendwie auch die Item highlighten irgendwie anders und so in dem Menü. Ich glaube, das würde ich auch anmachen. Ja. Also, dass ich nicht immer diese komische... Die Scheiße, Item-Visibility... Ne? Achso, Enhanced Visibility. Enhanced. Ein Herz. Ich glaube, man muss trotzdem diesen komischen Modus anmachen. Maximum Mount. What the hell happened here? Not only is it completely empty, but this place is twisted. Perhaps it has something to do with strange creatures prowling about the place. Yes! Eat shit! Hat sie ihn weggefetzt. Oh, was? Oh, oh. Wo kommst du denn her? Oh, ein Wolf. Tja, okay, es ist Wolf. Nicht dieses Minecraft Dungeons, es ist irgendein anderes Minecraft Aufbau, Koop, blabla Spiel. Es geht aber verdammt weit hier, in Sicht. Ui, wow, wow. Okay, die Wand hoch kann ich nicht einfach so, wie es aussieht. Ah, ein Beamstone, da kann ich mich ja beamen, sehr schön. Also es muss schon irgendwas da sein. Okay. kannst nicht rübergreifen. Ja, verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber... Wow, wow. Was ist das? Okay, ich stelle jetzt mal auf 60 FPS um das. Gehst sonst kaputt. Ich will nur mal sehen. Oh ja, oh, 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 viel besser. Aber es hat schon deutlichen Einschlag hier auf die Grafik genommen. Muss ich mal so sagen. Ja? Ja. Das sieht jetzt hier bei dem, was du mir rüberstreamst, gar nicht so schlecht aus. Disperse? What? Okay. Was habe ich noch? Shieldshot, Scattershot? Scattershot ist ja das Submachine Gun, oder? Ich denke immer, man kann mit denen was machen. Einfach wegen der Färbung, das ist voll verwirrend. Weil sie ja auch so eine helle Farbe hat halt. Ja, ja. Ah, das sind nur die Sonderfertigkeiten. Also was mache ich? Ah, okay. Mit wenn ich gedrückt halte. What should we do? Could pretend we didn't notice.
There must be a way I can use my New York street smarts to make a quick buck around here. Du weißt noch nicht mal, wo du bist. Who says fritter? Good question. Not much point in making money you can't spend. Mhm. Sorry. Das ist sehr wie Assassin's Creed, finde ich. Also natürlich nicht mit den Monstern, die man kämpfen muss, aber dass du über die Dächer und so rüber kannst und dass das auch forciert wird. Kann ich da auch so rüber Parkour springen? Ja, Tatsache. Okay, das geht automatisch. Nice. Nice. Ach, da, das ist quasi hinter der Mauer. Jetzt, jetzt zeigen sie ein neues Forza. Mhm. Oh. Ach, geil. Haha, Turret. Wie hast du den jetzt beschworen, den Turret? Also ich, ich habe hier zwei verschiedene Kräfte, sekundär. Ah, okay. Seems we're free of any immediate danger. Here's hoping it stays that way. Ah, ich hasse solche Konstruktionen. Oh, 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 okay. Hast du solche Konstruktionen in Spielen, wo du drunter laufen kannst und dann drüber nicht mehr durch, aber du hast diesen Parkour, der eigentlich immer nach oben geht? Ah, ah. Better than nothing, I suppose. I'll be the judge of that. Muss ich jetzt nochmal hin? Achso, da hinten. Gehen wir mal weiter. Aber an sich schon echt flüssig und so, macht schon Spaß. Well, this place is fun. I imagine it was once. Happy, smiling faces on every corner. I can picture it now. Damn. Everything just looks broken. Not exactly the most poetic of descriptions. For broken. I suppose it does. Is there nowhere that's not, like, broken by this shit? I suppose there might be somewhere. Let me explain to you the concept of sleep. You lie down, you close your eyes. Press the B button to close your eyes, please. Kommt sie jetzt wieder in New York raus, meinst du?